Das wird hardcore, ey. So, hallo und herzlich willkommen zum JJ Let's Play World of Warcraft Back to Basics. Neben mir sitzt mein treuer Kumpel Yannick. Moin Yannick. Hi. Es geht auch ein bisschen mehr Begeisterung, oder? Naja, also JJ Let's Play, ehrlich jetzt. Das ist doch ein cooler Rhyme, Alter. Ja, Yannick, Ari, gut, aber ernst. Ja, okay, Na gut, okay. vielleicht kann sich ja die Community dann nach einem anderen Namen ausdenken, okay? Ja, naja, gut, okay. Komm, fang Alles an. klar. Also, wir wollen jetzt, wie gesagt, ein Let's Play über World of Warcraft The Burning Crusade machen. Wir haben schon vor, wie vielen Jahren war das jetzt? Vor 5 Jahren jetzt fast, ne? Ja, das musst du vor 5 Jahren gewesen sein, ja, Haben genau. wir auf dem Server Chaos Evolution gezockt, waren da mit die bekanntesten Spieler nach einem Jahr intensiven Suchtens jeden Abend bis zur Mitternacht und drüber hinaus. Wobei man dazu sagen muss, dass der Server echt schlecht war. So, er war übelst wenig besucht, aber es hat übelst Spaß gemacht. Ja, und da haben wir uns gedacht, scheiße, was wir wollen, einfach wieder back to basics. Burning World of Warcraft, The Burning Crusade hat uns am meisten Spaß gemacht und dann haben wir mal ein bisschen recherchiert und sind auf diesen Server gelandet, auf diesem Priv-Server, der tatsächlich noch The Burning Crusade anbietet. So wie wir es kennen. So wie wir es kennen und auch noch Back to Basics kennen. Heißt, meine ich vielmehr, Entschuldigung. Ja, es passt sehr gut vom Namen her. So, dann fangen wir jetzt am besten gleich mal an mit der Charaktererstellung, würde ich sagen. Na, Ja. das Wichtigste. So, das Problem ist, wir müssen uns jetzt leider mit unseren jeweiligen Accountdaten an einem Rechner anmelden, weil wir dann auch leider ein paar Konvertierungsprobleme mit den Videos haben. Yari macht den Start und hat Na, direkt das Passwort falsch eingegeben. natürlich. Also So. Anfängerfehler. So, ich habe mir schon mal auf dem Server schon mal einen Charakter gemacht, einfach um zu testen, wie der ist, wie die Community ist, wie die Spieler drauf sind. Und ja, also wie gesagt, bis jetzt war ich begeistert und ich denke mal, wir werden sehr viel Spaß haben. Auf unseren alten, also auf Chaos Evolution, hatten wir uns natürlich der Horde angeschlossen. Ich habe damals einen Ork-Schaman namens Manta gespielt. Ja, Und genau. Yannick hatte einen Taurenkrieger namens Bazon. Ach, das war schön. Leider sind die beiden Namen auf diesem Server nicht mehr verfügbar. Von daher müssen wir uns jetzt neue ausdenken. Und da tun wir uns jetzt schon echt schwer. Bevor Ja. wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, haben wir uns echt schon den Kopf zerrissen, wie wir uns jetzt nennen. Also wir haben uns entschlossen, wir behalten auf jeden Fall die alten Klassen bei. Ich Ja. werde wieder einen Schaman spielen. Ja, wobei mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt eben keinen Taurenkrieger mehr spielen werde, sondern einen Ork. Einfach damit das Zusammenspiel hier ein bisschen besser passt. Weil es ist ja ein bisschen scheiße, wenn ich da erstmal 30.000 Stunden da im Tauchenstartgebiet rumrenne, was eine Ewigkeit dauert, und Yari da schon levelt wie ein Weltmeister und Level 30 ist, bevor ich überhaupt, ja, ich sag mal, meine erste Quest abgegeben habe. Ja, das Tau- und Startgebiet ist wirklich die Hölle, aber ich würde mal sagen, wir können da auch noch rein theoretisch nochmal zu diesen Startgebieten hinreisen, um zu gucken, einfach auch um zu zeigen, wie groß die überhaupt sind. Ja, vor allem das Tauchenstartgebiet. Sehr schön Vor groß. allem das Tau- und Startgebiet, obwohl ich finde das von den Untoten eigentlich auch relativ hart. Weiß ich nicht, ich habe Untote nie gespielt, ich fand sie immer scheiße. So, auf jeden Fall Charaktererstellung. So, jetzt geht's ja schon los. Ach, Ja, Yari macht den Kacke. Start. Beide Orks, Schamane, Yari, es geht los. Ja. Ja, schließlich so ein Jetzt kommt hässlicher. erstmal, diese hässlichen Fressen, muss man sich jetzt die schlimmste aussuchen. Alter, guck mal, der hat schon 3 Tage Bart hier. Auf seinem Bart. Warte mal, ich muss mal ein bisschen, Ja. muss mal Licht runter machen. So, nein, also, ich denke mal Glitzerkugel. so ein etwas jugendlicheres Gesicht, das fand ich immer relativ cool beim Ork. Aha. So. Naja, musst du ja wissen. Halt die Fresse, ey. So. So. Ah ja, Ja. Glatze, sehr Das, was schön. ich immer das Problem fand bei den Orks, ich konnte mich irgendwie mit keiner der Frisuren so richtig anfreunden. Ah, irgendwie sehen sie alle so ein bisschen aus wie 3 Wochen nicht gewaschen, hä? Ja, Na genau. ja, gut, das sind Orks, klar, aber. Das ist nämlich das Problem. So, aber ich denke mal. Nein. Nein. Einfach nein. Nein, ich werde, glaube ich, hier so einen alten weisen Zobbelbobbel Ja, klar, nehmen. mit einem jugendlichen Gesicht. Ach, leck Das mich. passt So, dann wirklich halt hier durch. der Heavy Metaler. Na gut, So. okay. So, der ist auch noch eine Gesichtsbehaarung, geschickte oder? Eine. Gesichtsbe. Nee. Alter, das ist. Extreme Koteletten, das muss nicht sein. Ach, Noch noch extremere extremere Koteletten. Koteletten, noch mehr Koteletten. Ganz ohne sieht irgendwie Nee, auch scheiße also. aus. Okay, das sieht aus wie. Naja. Alter, sieht aus wie so ein bisschen aus wie Hulk Hogan, ne?
Weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie ein junger David Duchovny oder so. So ein leichter Bart, das hat doch was. Ja. Ja, so, ich muss den ja Du spielen. musst ihn spielen, So, genau, aber und die Spieler müssen sich ja deinen Charakter angucken. ich will so ein richtig hässliches Grün, jawohl. Das sieht aus So, wie. aber jetzt geht's los. Der Name. Ja, also ich hatte ja schon mal überlegt, ob wir nicht einfach uns Chaos und Evolution nennen, einfach als kleine Hommage an seinen alten Server. Nice, die Idee ist an sich richtig cool, aber ich Ah, werde. ist sie, aber die beiden Namen sind leider schon vergeben, in Was? sämtlichen Variationen. Na toll. Ja, ganz super. Oh, ist doch Kacke. So, Name, ja, Das kann jetzt hier ein bisschen dauern. Diese Grübelphasen sind echt der Wahnsinn, ne? Also, wir werden in der Videobeschreibung auf jeden Fall noch reinsetzen, an welcher Stelle wir dann auch endlich fertig sind mit der Überlegung für die Namen. Ja, also das Video kann so 3 Stunden dauern. So. Wundert euch nicht. Ja, das. Oh Mann, ey, das ist doch Kacke. Der Name. Ja, also, dass wir jetzt Manta und Bason jetzt haben nicht mehr nehmen können. Ey, an welche. Nee, haben sich denn bitte Manta und Bason genannt? Auf dem Server. Ich habe keine Ahnung, aber wenn wir sie finden, Ich bin werden wir sie verprügeln. Jedes dafür. Mal, immer. Meldet euch bei uns. Ich gib's nicht. Ja, das ist jetzt natürlich immer noch so ein doofes Problem. Ja, wollen wir sonst irgendwie versuchen mit Semikolons oder irgendwie so eine Scheiße? Mit Semikolons und Apostroph. Aber Und hast du dich gesehen? ein Apostreph? Ja. Versuchen wir es einfach mal. Los, komm, ich mach mal einen Gott. Manta. Das war klar. Manta. Ach, leck mich. Okay, Ja. also ich glaube, wir müssen uns wirklich komplett neue Namen überlegen. Ja. Gut. Also wir haben Manta und Bason. Haben wir eigentlich damals aus der Serie Shaman King rausgenommen? Ja, große Fans damals gewesen. Das Problem ist bloß, dass wir nicht mehr so auf Animes stehen. Also einer jedenfalls von uns, ich werde jetzt keinen Namen nennen, wir von daher jetzt nicht so mehr wirklich so den Hype haben, irgendwie irgendwelche Animes zu gucken. Klar, wir könnten uns Goku und Vegeta nennen. Das hat Das natürlich auch kennt irgendwie. jeder, Ich das ist glaube. aber irgendwie scheiße. Warum? Bei Goku und Vegeta, weiß nicht, das ist irgendwie langweilig. Dann halt Krillin und Yamcha, oder? Ganz toll. Also Nein, in. die Namen klingen auch irgendwie nicht so passend für einen Org. Das muss ja schon auch irgendwie zum Spiel passen. Ja, oder wir überlegen uns wirklich so Orknamen, so richtig So so Orknamen. Bäm. Bäm. Grundschack oder so. Super, irgendwie sinnlos irgendwelche Worte aneinander setzen. Richtig. Blumenkohl. Sehr schöner Name. Ja, das. Oh Mann, ey. Seht ihr, das ist unser Problem. Wir haben keine Ahnung, wie wir unsere Krieger nennen sollen. Unsere Charaktere, meine ich. Ja, aber das, ich meine, wir können ja wirklich dieses Video jetzt 3 Stunden laufen lassen, nur bis wir einen Namen gefunden haben. Gut, wir könnten auch die Zuschauer wählen lassen, wie wir uns nennen sollen. Oh Gott, da müssen wir ja, was weiß Das ich. wird ewig dauern, außerdem kennt dieses Video noch keiner. Ich wollte es gerade sagen, Ist das einer größte Probleme dabei? das könnte ein bisschen dauern. Also es werden auf jeden Fall alle Videos in dem Forum auf Back to Basics gepostet, wo sich die Leute dann ja auch die Let's Plays angucken können. Aber ja, ich weiß nicht. Also wir könnten natürlich jetzt wirklich sagen, Leute, Sucht euch Namen für uns aus. und dann fangen wir dann demnächst dann an mit diesen Namen und diesen Orks dann mit euch zusammen Zu spielen. zu spielen. Zu tun. Vielleicht haben sie auch sogar einige Lust, sich dann zu bestimmteren Zeiten, wenn man sich das irgendwie verabredet, vielleicht sogar mit uns zu leveln, zu questen, sagen sie, ey, komm, das ist so ein cooles Projekt, da wollen wir sogar gerne mitmachen. Ja, das Problem ist halt, dass wir jetzt, ja, eigentlich wollten wir ja jetzt anfangen damit. So, bloß jetzt braucht es dann wieder erstmal 3, 4, 5 Tage, bis sich dann alle endlich da ausgekäst haben. Am besten wäre es, wir denken uns jetzt einfach wirklich Namen aus. Alles klar. Apfelschorle. Soll ich mich nennen Orangensaft oder was? Ja? Mich? Also ich meine, das sind auf jeden Fall Namen darunter, wird immer bekannt in der World of Warcraft. Okay, dann sind wir das A und O von Back to Basics. Nicht schlecht, also wenn es den Namen gibt, ne? Ja, los, klick Also wenn an. es ihn gibt, dann werde ich mir jetzt auch unter diesem Namen, werde ich diesen Ort spielen. Ja, okay. So! Jawohl, wir haben Apfel! den ersten Namen. Alles klar, der Ork-Apfelschorle So, dann lock dich mal aus, hat das Licht Sau. der Welt betreten. So. Jetzt bin ich Ja,
dran. Ich bin hier jetzt nicht so schnell im Schreiben, weil das eine Laptop-Tastatur ist. Das dauert bei mir immer so ein bisschen. Macht ja nichts. Moment, wie war das nochmal? Apokalypse, Nudelsuppe. Ich hab es natürlich. Achso, das ist unser alter Krieger. Mein alter Krieger, den hatte ich mir mal so vorsichtshalber gemacht. Der ist aber scheiße. Ja, also, weil halt Manta nicht mehr verfügbar war, es gibt immer einen weiteren Spitznamen von mir, das ist Manta die Kurzer. Und aufgrund dieser Idee hat dann Janik gesagt, dann nennt er sich Bason die Großer. Ja, es ist eine sehr spannende Geschichte. Keinen Menschen interessiert. So, ich weiß eigentlich schon so ziemlich genau, wie meine aussehen soll. Die Hautfarbe finde ich ganz schick, so ein schönes Grün, so wie die Steppe. Ja, finde ich ganz schick. Das Gesicht, jetzt muss ich nochmal gucken, ich glaube, das war das. Frisur? Ja, ich nehme die du scheiße findest, Jari, ganz genau. Ich finde, die passt einfach nicht zu einem Schaman. Das ist dann wirklich so eine Kriegerfrisur. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Man halt die Fresse, ey. So, Haarfarbe schwarz, natürlich. Sieht einfach die Haare sind genauso scheiße wie deine, ey. Alter, nichts gegen meine Haare, du Hoden, ey. Ja, meine Haare kannst du nicht sagen. Da haben wir schon drauf. Das nächste Problem. Wir fluchen sehr viel, vor allem uns gegenseitig. Das heißt, wir müssen hier auch an einigen Stellen, denke ich mal, teilweise ziemlich viel wegpiepen. Ach, das ist unser Ziel. Genau. So, ja. Alter, so buschig voll war, das ist doch geil. Nein. Nein. Och, ich hatte mehr so gedacht an diese zwei kleinen Bärte. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das passt doch zu einem Krieger. Das sind die übelsten Koteletten ever. Ein will ich hier klicken, ein will ich da klicken und noch am Bad stimmeln und fertig ist er. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, das sieht scheiße aus, sieht auch scheiße aus, sieht richtig scheiße aus. Das sieht irgendwie, passt nicht so zu der Frisur dazu. Das finde ich, sieht eigentlich noch mit am besten aus. Oder, Jari? Was meinst du? Doch, würde ich auch sagen. Also das ist wirklich mit eine der, zu der Frisur zumindest passend. Ja. Koteletten? Nein. Nimm die beiden. Nee, ich nehme das jetzt hier einfach. So. Dann nenne ich mich jetzt eben Orangensaft. So. Jetzt gibt's den nicht mehr. Jetzt ist nicht mehr verfügbar. Ah! Ich dreh durch, Alter. Oh. Ja, scheiße. Was haben wir noch? Dann gibt es halt keinen Orangensaft, sondern. Das ist jetzt natürlich doof. Saft? Ich versuch. Sauer! Er will sich dann nochmal umbenennen in Abelschorle oder so? Dann ist es wenigstens irgendwie lustig. Alles klar, dann werde ich mich jetzt nochmal umbenennen. Dann werden wir jetzt aber hier schon mal einen Schluss machen, weil wir wissen jetzt ja, wie die Charaktere aussehen. Ich werde ihn in Abelschorle umbenennen. Den werdet ihr auch dann sehen, wenn wir dann weiter in der nächsten Folge dann aufnehmen. So, damit ist die Charaktereinstellung auf jeden Fall abgeschlossen. Ja. Und dann kann es losgehen in der World of Warcraft. Im nächsten Video. Bis dann.